Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tela und ich bin für euch heute wieder auf dem Diablo PTR unterwegs. Und da stehen noch ein paar Sachen aus, die ich euch zeigen wollte. Und zwar unter anderem das erste ist hier diese Bestenliste, die rufen wir gleich schon mal auf. Und da kann man ja die einzelnen Klassen hier vergleichen, wie schnell sie denn durch die Tier Drifts gekommen sind. Hier sieht man, oben haben wir jetzt zum Beispiel den Barb. Da sieht man hier die Tier-Drift-Stufe. Die Tier-Drift hatte ich ja schon mal gezeigt. Werde ich nachher auch nochmal was zeigen. Aber erstmal dazu. Das ist hier die Stufe und dann dementsprechend die Zeit. Man kann die Spiele auch anschauen, muss aber hier hinten aufs Profil klicken. Ich habe hier vorne mal versucht, da geht gar nichts. Man kann das wirklich nur über die Zeit machen. Finde ich ein bisschen blöd, aber gut, kann man jetzt nichts machen. Genau. Hier kann man dann auch schon ein bisschen ausloten, wie gut welche Klassen sind. Seht ihr. Barb und Crusader sind so bei 50 die höchsten. Hier haben wir einen Demon Hunter, der ist schon bei dem Level 100. Bei den Monks sieht es ähnlich aus. Es dauert es halt hier immer noch ein bisschen zu laden, weil es halt ein PTR-Server und da sind nicht so die Kapazitäten gegeben. Hexendoktor ist, glaube ich, nicht so gut und der Magier leider auch nicht so gut. Und ich werde dann auch gleich nochmal zeigen, an was das liegt. Und zwar gibt es hier nämlich ein paar Tricks mit bestimmten Items, wo man denn doch ganz gut durchkommt. Weil man muss hier einfach wissen, dass es so ist, dass man etwa von der Stufe 25 ausgehen kann, dass es so skaliert wie auf T6. Also von der Schwierigkeit, vom Monster Life her und auch vom Damage. Wobei ich schon auf niedrigeren Schwierigkeiten, also auf 23, wenn meine anderen Videos gesehen habe, von diesen Kettenmobs, habe ich so viel Schaden gekriegt. Wo das hat auch extrem geleckt und ich bin hier aus den Ketten rausgekommen, aber da kriege ich im Live-Server eigentlich im T6 nicht so viel Schaden, zumal ich die Einheit anhab. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Ja, und hier sieht man jetzt auch mehrere Spieler. Also da ist dann halt immer das Ranking. Hier sind wir im Drei-Spieler-Bereich für die ersten drei. Hier haben sie es in 3 Minuten 52 geschafft. Ich werde jetzt bei dem Vier-Spieler-Mode mal drauf eingehen, wie kann man sowas schnell schaffen, weil man kann davon ausgehen, dass dann normale Mobs schon eine Milliarden Life haben. Und ich habe auch gehört, der Rift-Boss soll im Billionenbereich Leben haben. Ob das stimmt, weiß ich nicht genau, aber ich kann es mir vorstellen. Also ich hatte auch schon einen Rift-Boss, der ein paar Milliarden hatte, auf einem niedrigeren Stufe. Da kann es gut sein, dass das auf 100 schon so viel Life hat. Und zwar haben hier, wie ihr seht, die meisten, also gut, klar mit Mocken, sehen die Waffen ein bisschen anders aus, aber das Ganze liegt eigentlich an einer Waffe, die sehr, 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 sehr selten ist. Wenn man sie dann hat, kann man aber eine recht lustige Kombi spielen. Ihr seht schon, der Char hier hat eine relativ niedrige Paper DPS. Gut, Paper DPS sagt im Grunde nichts aus, das ist mir schon klar, aber die ist schon sehr, sehr niedrig. Also das 124.000 ist recht wenig. Aber er braucht eigentlich überhaupt keine Paper DPS, denn er hat dieses Frostherz. Und was macht das Frostherz? Es hat eine 10%ige Chance, niedere eingefrorene Gegner zu zerschmettern und sofort zu töten. Im Endeffekt ihr One-Hittet die Mobs, ja? Wenn sie denn eingefroren sind bei einer 10% Chance. Das heißt, selbst wenn die Mobs auf Level 100 eine Milliarde Life haben, wenn ihr hier mit einer Frost-Kombi spielt, könnt ihr diese kompletten Mobs One-Hitten. Hier wird lediglich aber von niederen Mobs gesprochen. Was sind niedere Mobs? Und zwar, niedere Mobs sind alle normalen Mobs. Ausgenommen ist hier der Rift Boss und alle Elite Mobs. Also sprich, alles, was Elite ist, ist hier ausgenommen. Ja. Wobei, man hat ja dieses Exploding mit dem Monk, also deswegen sind Monks auch relativ hoch. Da kann man halt dementsprechend einfach Mobs zusammenziehen, packt alle möglichen Fähigkeiten rein, die frosten, und jagt dann die ganze Geschichte in die Luft. Deswegen kommen die Leute hier auch so schnell durch, weil sie einfach hier mit diesem Frostherzen spielen. Ich kann es euch gerne nochmal zeigen. Jetzt muss ich halt jedes Mal das neu aufrufen. Es lädt ein bisschen. Dass wirklich so gut wie jeder Spieler, der so hoch spielt, diese Waffe anhat. Also hier haben wir auch den Barb. Barbs sind eigentlich nicht so hoch im Single. Aber selbst dieser hier. Wenn man hier auf Inspizieren drückt, hat auch wieder das Frostherz an. Beim Barb kann ich es jetzt genauer sagen. Zum Beispiel gibt es eine Rune mit Erdrutsch beziehungsweise auch mit Erdbeben, die Gegner einfriert. Und dann kann man sie natürlich mit der Waffe wieder one-shotten. Und hier spielt man also als Barb einfach mit dem Erdbeben-Set. Ihr seht schon, die DPS hier ist auch wieder sehr, sehr niedrig eingesetzt, ist aber hier komplett egal, also selbst wenn ihr gar keinen Schaden macht, ihr macht einen kompletten Schaden über die Waffe, dass ihr die Mobs one-hittet, da ist eigentlich komplett egal, was ihr für ein Damage habt.
Das Wichtige ist hier einfach, sowohl beim Monk als auch beim Barb, dass sie einfach auf jedem Item, ihr seht schon, hier würde auf jedem Item, das geht, die Abklingzeitsreduction reforged. Einfach aus dem Grund, dass man die Fähigkeiten, die hier die Gegner einfrieren, durchspammeln kann, um damit einen höheren Killspeed zu erzielen. Sprich, die restlichen Stats sind hier komplett egal. Ihr seht schon, hier ist einfach mal Kälteschaden drauf, hier ist physischer Schaden, also einfach mal gemixt. Hier ist man einfach nur drauf gegangen, hier sogar ein Int-Gürtel als Barb. Wobei, ist komplett egal. Hauptsache, man hat Ding drauf. Man hat hier die Abklingzeit-Reduction drauf und möglichst Set-Bonis, die einen defensiver gestalten. Und mit dem Black Swan Set ist, denke ich mal, das defensivste Set, das man haben kann, da man diese ganzen Void Zones damit außer Kraft setzen kann. Weil ich habe ja Level 24 schon extrem reingekriegt vom Schaden her, und ich denke mal, auf Level 100 wird das Ding um einiges höher sein. Also geht man hier einfach komplett defensiv, nimmt natürlich die Werte an Abklingzeit-Reduction mit, die gehen, und dann braucht man eigentlich nur noch dieses Frostherz. Ja, soweit dazu. Natürlich, beim Rift-Boss wird es dann ein bisschen schwieriger. Man kann sich bei dem, also man kann sich aus diesem Tierdrift auch rausporten, und außerhalb des Tierdrift kann man dann auch die Waffe wechseln. Da zieht man dann einfach, wenn man den denn hat, den Schmelzofen an. Wer den nicht kennt, der Schmelzofen, macht prozentual Schaden von dem Life, den der Gegner momentan hat. Sprich, hat der Gegner 10 Milliarden Life und man zieht ihn mit dem Schmelzofen 10% ab, dann verliert er halt einfach eine Milliarde mit einem Hit. Also das ist relativ dicke vom gegen Single Target Boss. Wer das nicht kennt, kann sich gerne mein T6 Martell Video anschauen. Da mache ich das mit der Magierin. Da kann man recht gut sehen, wie das funktioniert. Gut, was ich vielleicht noch erwähnen sollte, was hier praktisch ist: Es gibt auch noch Handschuhe, die, wenn man den Gegner, also wenn man den Gegner frostet, dass sie dann auch eingefroren werden. Ich glaube, einer von denen hatte die auch an. Die sind ganz nett, beziehungsweise die Schreinarmschienen, die sind auch hier recht zu empfehlen, dass man einfach das Schreineffekte 10 Minuten halten. Wenn man möglichst schnell durchkommen will, dann sind die, denke ich mal, auf jeden Fall nützlich. Aber das kommt dann halt auch immer drauf an, was man denn für einen Schrein erwischt. Zum Beispiel, ah ja, genau. Er hat hier zum Beispiel diese Schreinarmschienen an. Ich glaube, ein anderer hat ja auch noch die Frostarmschienen an. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie ich sie denn finde. Leider muss ich dazu sagen, hab's ich bis jetzt noch nicht gekriegt, diese. Diese Waffe, also dieses Frostherz. Aber vielleicht droppt es ja noch. Genau, so viel dazu. Also, wenn ihr das Frostherz kriegt, beziehungsweise den Schmelzofen, disst es bitte nicht. Es ist auf jeden Fall lohnenswert. Die Taktik ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack, aber definitiv, solange es Blizzard jetzt nicht fixt, der Weg, wie man am schnellsten durch die Tierdrifts durchkommt, weil einfach die Mobs am Ende so einen hohen Life-Pool haben, dass man einfach ich sag mal, mit normalem Equip deutlich langsamer ist, als wenn man die Mobs hier durch diese verschiedenen Waffen fast one-shotten kann, beziehungsweise mit Frostherz hier one-shotten kann, wenn es dann procct. Gut, so viel dazu. Dann wollte ich euch noch ein bisschen was im Rift zeigen, beziehungsweise im Tierdrift. Da sind mir ein, zwei Sachen aufgefallen, aber dazu gleich. So, dann sind wir hier auch schon im Tierdrift. Und vielleicht ist euch schon aufgefallen, hier der Balken rechts im Bild ist ein bisschen im Ungleichgewicht. Und zwar ist der Zeittimer schon abgelaufen, also der blaue untere Balken mit der Zeituhr ist schon abgelaufen, ist schon vollkommen ausgefüllt. Und der rote Balken mit der Monsteranzahl, die man töten muss, dass man den Boss spawnen lässt, der ist noch ein bisschen hintendrein. Ihr seht schon, man wird hier, wenn die Zeit endet, nicht aus dem Rift geportet, sondern kann das Rift hier noch fertig machen. Also man kann auch den Rift-Boss noch töten, das werdet ihr gleich sehen. Aber man kriegt dann einfach kein Rift-Key mehr von dem Rift, also kein Tier-Drift-Key mehr von dem Rift-Boss. Aber das ist, denke ich mal, ganz nett, dass man nicht einfach rausgeportet wird, wenn die Zeit zu Ende ist, sondern man kann es hier wirklich noch fertig machen. So viel dazu. Jetzt zeige ich nochmal die kleine Besonderheit beim Rift-Boss. So, jetzt sind wir hier beim Rift-Boss. Jetzt zeige ich euch noch, was da kommt, wenn man das Rift dann beendet. Seht ihr schon, dass man hier das Rift beendet hat, steht dann dran, beziehungsweise das Level und die EP und das Gold. Und man hat hier eine Frau, die mit einem spricht,
besser gesagt eine Geisterfrau. Und da zeige ich euch gleich mal, was man mit der machen kann. So, und zwar sprechen wir die hier mal an. Und hier haben wir ein Jubelfeld, wo man einen Stein anscheinend reinziehen muss zum Upgraden. Ich nehme an, das sollen diese Legendary Jubelsteine sein. Bloß kann ich hier diese kleinen nicht reinziehen, deswegen porte ich mir das hier an der Stelle mal weg und hol mir mal den großen Stein und schau mal, ob das damit funktioniert. Mal einfach mal ein bisschen was ein. Ja, blöd, jetzt ist sie leider weg. Also man muss anscheinend die Steine mitnehmen, wobei ich auch schon ein bisschen rumgefragt hatte. Soweit es aussieht, ist es leider einfach so, dass das noch nicht funktioniert. Also dass man da noch warten muss, bis es auf dem PTR implementiert wird, dass man auch hier mit diesen legendären Steinen was machen kann. Ja, dann sind wir auch schon am Ende angelangt von dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinen Tipps weiterhelfen. Wenn es euch denn zugesagt hat, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Soweit euer Tilla. Bis denn. Ciao.